So, Moni, hier ist wieder nochmal aus Wilhelmshaven und jetzt ein für alle Mal zum letzten Mal. Wenn irgendeiner ernsthaft Russland verstehen, verteidigen, kennen, vertreten, und ich sage das als bewusster, kritischer Russlandfreund, oder irgendwie was machen will, was irgendwie mit Russland zu tun hat, mit Putin zu tun hat oder mit Systemkritik. Wenn RT assoziiert ist mit Systemkritik, Systemkritik und RT assoziiert sind mit Verschwörungstheorie. Durch Framing, Framen, Vorurteilsbildung, Begriffsassoziationen, wie mit der heute schon Oliver Welke, wie man das gerade sehen konnte. Dann will man kritisch, distanziert, solidarisch mit Russland sein. Die größere Gruppe von Menschen, die solidarisch irgendwie irgendwas mit Putin verteidigen kann und will, die muss kritisch gegenüber Putin sein, damit sie ihn überhaupt verteidigen kann. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Und das meine ich jetzt nicht schlaumeiermäßig besserwisserisch als besonders großartige Erkenntnis euch hier nun erzählt, als einziger, der das verstanden hätte. Aber man kann das sonst nicht kontern. Ich kann mich nicht solidarisch zeigen mit Russland heute, wenn ich nicht gleichzeitig die Freiheit mir nehme und suche und habe und diese auch entwickle. Und Russland muss das selber fördern, das zu kritisieren. Ich kritisiere Dinge an Putin und ich kritisiere Dinge bei mir selbst. Ich kritisiere Dinge bei Systemkritikern. Ich kritisiere, um die Möglichkeit zu behalten, mich zu solidarisieren, wenn ich das dann überhaupt muss. Und wenn ich mich solidarisiere, tue ich das nicht als Teil einer Gruppe, ich gehöre zu denen dazu, sondern ich tue das sachlich, sachlich, kritisch, solidarisch, distanziert. Ich verteidige, wenn Medien Putin bashen, sinnloserweise. Ich kritisiere Putin, wenn, das mache ich mit Merkel genauso, wie ich das mit Oliver Welke, mit der Heute-Show, mit Russia Today Deutsch, mit dem Papst, mit mir selbst, mit meiner Großmutter, wenn sie noch leben würde, und mit wem auch immer mache. Warum? Weil das echt und authentisch und glaubwürdig ist. Und der Rest ist für die Tonne. Hat man also eine riesige Gruppe von Putin-Verstehern und Freunden und Fanboys, hat man ein echtes Problem, wenn diese nicht kritisch, distanziert, inhaltlich, solidarisch sind. Das ist das Interesse Deutschlands und das Interesse Russlands, dass wir kritisch distanziert miteinander verbunden sind. Das heißt, man etabliere ein neues Normal, ein neues Selbstverständnis der Beziehung zwischen denen, die Russland gern haben und die Russland-Deutschland als Freundschaft für wichtig erachten oder die Deutschland gern haben aus Russland. Kommt also RT Deutsch nach Deutschland, wird es erstmal gebasht, wird erstmal draufgekloppt. Das seht ihr ja alle selber, kann man sich ja überlegen. Haben Leute ausführlich diskutiert und analysiert. Zum Beispiel, wie die Printpresse das macht. Man versucht also Rahmenbedingungen der Zuordnung und der Assoziation mit Russland und Putin zu schaffen, die man immer wiederholt, ob sie stimmen oder nicht. Putin, Russland wird dann geframed. Es wird ein Rahmen geschaffen der Assoziation, in dem man alles Verhalten von Putin dann zuordnet, emotional und erinnert. Vielleicht würde man das als Framing bezeichnen können. Ich weiß nicht, ob das die präzise Wortwahl dafür ist, aber es passt zumindest. Rahmen schaffen, Ausordnungs-, Abwägungs-, Zuordnungsrahmen zu einem Begriff schaffen. So, man kann das machen, wie die Heute-Show das macht, und dann versteckt man sich hinter Zynismus. Man nimmt sich sozusagen Sarkasmus als Feigenblatt und trägt das vor sich her und sagt, ich darf das, weil ich Sarkast bin, Zyniker bin. Oliver Welke und seine komische Prägefreundin, die dann den Inhalt prägen, ob bewusst oder unbewusst, ob, wenn man sagen würde, sie machen es ganz bewusst und sind Teil einer Verschwörung, würde das vielleicht sogar sehr, sehr schnell in den Bereich des zu schnell Rückschließens und des übermystifizierenden Rückschließens reingehen. Man würde dann sozusagen eine Verschwörungstheorie herumbilden, um das Prägen und Framen von Oliver Welke und seiner scharfen Prägehelffreundin. Die Prägung ist die Wirkung, die muss nicht die Intention sein von der Heute-Show, aber ich glaube, die Leute wissen sehr genau, was sie da machen. Das heißt, sie nehmen sich Zynismus als Stilmittel dann und halt unser Sarkasmus, um Leute zu verunglimpfen, sie zu beleidigen, sie zu framen, um den Inhalt und die Assoziation und die Wirkung eines Nachrichtenkanales als unsachlich, verschwörerisch und blödsinnig einzuordnen. Das hat verschiedene Nebenwirkungen und das ist klassische Reaktion von in Macht befindlichen Dingen. Damit gewährt man sozusagen dem einen Vorteil und Nutzen, von dem man bezahlt wird, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen und den Interessengruppen, die eben nicht die deutschen Wirtschaftsinteressen vertreten, die Interessen unseres Landes vertreten, sondern die eben immer helfen, wie die Grünen, wie man bei den Grünen das auch gemacht hat, bei Steinmeier das gemacht hat, wie man das immer macht. Man schlägt halt drauf, man kontrolliert damit Opposition über die Kontrolle von Gruppen, die sich gerne mal kritische, politische, sarkastische Shows anschauen.
Man hat halt Einfluss über diese Marken. Ob die das bewusst machen oder nicht bewusst machen, ob Oliver Welke Teil der Atlantikbrücke ist oder nicht, es sind zumindest viele Leute, die über sein Gehalt entscheiden und über seine Zukunft entscheiden, die dort drin sind. Das sind politische, missbräuchliche, widerrechtliche, verfassungswidrige Einrichtungen im Übrigen. Die Atlantikbrücke ist ja nicht auf dem Boden der deutschen Verfassung gegründet, sondern ist eine Einflusssphäre, die eigentlich gegen den öffentlich-rechtlichen Informationsauftrag bewusst handelt. Das heißt, es ist jetzt nicht so absurd anzunehmen, dass es hier so etwas wie einen Interessenkonflikt gäbe und gibt. Und das weiß natürlich Oliver Welke auch ganz genau. Und insbesondere seine, vor allen Dingen, sie haben ja auch oftmals, und das ist das Teuflische an diesen Formaten, sie sind ja oftmals auch präzise und gut in ihrer Kritik. Das heißt, es gibt einiges an Gutem dort bei der Heute-Show und vieles an Nicht-Gutem, an negativer Prägewirkung. Wenn das so massiv draufhaut, dann hat das natürlich den Vorteil, das wird unglaublich viral dann. Leute fühlen sich dann genötigt, Russland zu verteidigen, wenn das nicht so spaltend wäre. Und da kann man dann unterscheiden, wie die Wirkung von Zynismus aus meiner Sicht zumindest ist von der Anstalt, die das im Guten tut, die Anstalt auch im ZDF, oftmals auch gegen sehr politischen Widerstand. Man darf ja nicht vergessen, in den Aufsichtsratsgremien sitzen ja Leute wie der Koch aus Hessen. Politische Parteien sind dort in diesen Aufsichtsrats- und Vorstandsgremien, die bestimmen, welche Person welche Comedy-Sendung machen kann. Das heißt, der Oliver Welke ist nicht ganz so unpolitisch und nicht so öffentlich-rechtlich im Auftrag und so frei und sachlich und neutral, wie es sein könnte. Und ist natürlich sehr böswillig und entschuldend, wenn man von der Laien durch ein halbes, aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat dann irgendwie positiv darstellt. Indem man eine überzogene, missverständliche, aus dem Kontext genommene Kritik eines Menschen, der irgendwo gegen demonstriert, dann bringt. Man framet damit Opposition und Protest als irgendetwas, was spinnert ist, bescheuert ist, verrückt ist. Die Kritik an von der Leyen und ihrer Politik ist aber berechtigt. Und die wird dadurch natürlich in einen Rahmen hineingepackt und unwirksam gemacht. Ken Jebsen nun bei der Heute-Show, muss man jetzt auch nicht großartig besonders schlau sein, um zu erkennen, wie das prägt. Finde ich zumindest, dass es sehr offensichtlich ist. Der wird natürlich völlig aus dem Zusammenhang rausgerissen. Da wird irgendwas zusammengestückelt. Und es wird auch falsch behauptet. Das ist auch schon, ist insofern auch grenzwertig, was die Heute-Show dort macht, weil es nicht mehr den Rahmen des einfach nur so zynisch irgendwas Berichtenden hat. Nein, es ist überzeugend dargelegt. Es ist also massiv direkt behauptet. Und es wird sogar an der Grenze, selbst wenn es den Vorwand noch benutzen kann, irgendwie ein wenig zynisch, sarkastisch und comedymäßig zu sein, so ist es so offensichtlich Falschbehauptung, so offensichtlich böswillig framen, böswillig zuordnen, böswillig prägend und ihn ein für alle Mal im Ruf zerstörend, aus meiner Sicht, dass das schon rechtswidrige Elemente hat. Man wird natürlich als Ken Jebsen vielleicht froh darüber sein, besser im Gespräch als gar nicht im Gespräch, besser der Prozess wird aufgebrochen, auch zu denen, und die kümmern sich dann darum und schauen sich das eben an, wie Russia Today oder Ken Jebsen wirklich ist. Also am Endeffekt, man wird es nicht rechtlich verfolgen, wenn man jetzt Systemkritiker ist vom Format eines Ken Jebsen. Warum auch? Es bringt dann ja immer irgendwie Traffic. So ist es halt im Medienbusiness, und da muss man sich halt manchmal warm anziehen. Immer warm anziehen, wenn man das System kritisiert. Und so sehen die Leute dann auch immer so, kann ich auch sagen, Mensch, der Olle Ken Jebsen kann auch die Fresse halten, dann kann auch keiner auf die Fresse kriegen, wenn er die Fresse nicht hält. Also redet, demonstriert, Revolution anzettelt, wie mancher denken würde und so weiter, was er ja nicht macht, aber egal. Ich habe nur keinen Grund, im Besonderen den Ken Jebsen zu verteidigen. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, Ken Jebsen übrigens auch nicht, nehme ich mal nicht an, dass er das ist. Man kann das auch alles prüfen bei Ken Jebsen, wie er dort und was er dort beschreibt. Ken Jebsen ist eigentlich mit dem, wie er redet und handelt, seit Jahren eine Versachlichung der Verschwörungsanalyse. Das ist ganz, ganz anderes, wie irgendein Spinner da, indem man das Ganze dort zuordnend in einen Zusammenhang rückt. Das ist eben auch nicht mehr lustig am Ende, wenn es so bewusst, böswillig, gezielt geschieht und den Zusammenhang wiederherstellt mit den wirklich bösartig zynischen Leuten, wie man es immer wieder gegen die Linke eingesetzt hat, gegen die Grünen eingesetzt hat und auch gegen die SPD eingesetzt hat, wen immer man fertig macht. Das Ziel ist halt zerstörerisch. Das kann man den Geist dahinter und das Ziel kann man schon sehen. Und das ist ein politischer Einfluss, der über die Leitungsgremien des ARD und des ZDF, der ARD und des ZDF in diesem Fall, dann geltend gemacht wird. Das ist klar gegen den Rundfunk- und öffentlich-rechtlichen Informationsauftrag. Geht darüber hinaus und ist klar rechtswidrig. Kann man aus meiner Sicht im Nachweis der verschiedenen Sendungen zu den unterschiedlichen Präge-Zielsetzungen und den unterschiedlichen böswilligen Erfolgen der Heute-Show auch nachweisen. Also ist rechtlich aus meiner Sicht sogar durchsetzbar, dass man sowas vom Verfassungsgericht oder man möge erstmal anfangen mit einer Beschwerde beim Rundfunkrat dann
Da wird man dann im Rundfunkrat, also da wird man mit erfolgreich sein, rechtlich. Bin ich mir ziemlich sicher, weil es so offensichtlich ist. Weil es so offensichtlich diffamierend ist. So offensichtlich falsche Behauptungen vermischt mit Zynismus, Sarkasmus, aber nicht mehr als Zynismus, Sarkasmus wirksam und nicht mehr humorvoll endend, sondern böswillig endend, eben darstellt. Ich glaube, man wird auch irgendwann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen das nicht mehr, und dann hat eigentlich Oliver Welke seine Funktion dann erfüllt mit dem Format, so machen dann bezogen auf RT Deutsch. Das ist eigentlich die Hardcore-Markteinführung eines neuen Nachrichtensenders, die man da sieht bei Russia Today auf Deutsch. Wird ein bisschen mit dadurch gefördert, dass die Jasmin Kosumbek so ein bisschen lustig mal vor sich hin plätschert und plappert. Das erweckt man natürlich den Eindruck, als wenn man irgendwie gar nicht weiß, wovon man redet. Oder als wenn man das so beiläufig macht. Oder als wenn man irgendwie zu viele Verschwörungstheorie-Videos gesehen hat und irgendwie Informationen zusammenstellt, die man gar nicht glaubt. Hat natürlich ihre Art, so wie ich es beschrieben habe in meiner Kritik, damit so beigetragen, auch logischerweise, dass man das als Vorlage nimmt für Oliver Welkes draufhauen, weil ist ja wie eine Steilvorlage. Könnte man ja auch sagen, hey, könnt ihr nicht jemand anders einstellen? Ich würde sogar sagen, könnte auch sein, dass sie deswegen eingestellt haben, damit man da jetzt mal so drauf rumprügelt. Wird man drauf rumgeprügelt, dargestellt von dem einen, hilft es einem bezogen auf andere und so kommt man rein in den deutschen Medienmarkt. Und da kann man dann am Ende sagen, der Rahmen ist trotzdem zu zerstörerisch, den der Oliver Welke hier baut. Und das prägt halt unglaublich viele Leute in denkenden, höheren Gesellschaftsschichten, dass man Russland heute auf Deutsch eben nicht ernst nimmt. Also man sollte natürlich jetzt logischerweise nicht sich irgendwie distanzieren von den Startschwierigkeiten oder der Moderationsart einer Jasmin Kosubek, was natürlich Blödsinn ist. Meine Videos bitte auch so nicht missverstehen. Aber man sieht, das macht eben Unterschied, wenn man in einem feindlichen Medienumfeld ist. Und da wäre es natürlich besser, man würde angegriffen werden und würde nicht so viel Anlass geben, und das wäre dann die optimalere Lösung eigentlich, man würde nicht so viel Anlass geben, dass die Leute nachher berechtigt mit diesem Eindruck von RT Deutsch, dem Kanal und den Sendungen eben weggehen. Das heißt, die Leute kommen dann ja und sagen, ist das dann wirklich so? Und dann landen sie bei RT Deutsch und gucken sich das eben an, was Ken Jebsen sagt, was der und der interviewte Mensch dort sagt. Kann man sich ja mal überlegen, wenn die Moderation dann anders ist, je weniger sie Anlass gibt zum Missverstehen und zum falschen eingeordnet bleiben, je erfolgreicher wird der durch die Komik eingeleitete Besucherstrom zu RT Deutsch sich vom Gegenteil überzeugt haben dann. Es gibt also Grund zur Ernsthaftigkeit und es gibt auch Dringlichkeit zur Ernsthaftigkeit in solchen Nachrichtensendungen, weswegen ich diese Platscher-Intonisierung und Moderationsart, die sogar bewusst so eingesetzt werden kann, um die Leute zu provozieren und herauszufordern, deswegen man die nicht einsetzen würde, so bis die Tage über das Segen mit Fragezeichen und in Klammern und Anführungszeichen und macht bitte mehr und besseren Inhalt auch zu dieser Fragestellung, wie Russland heute nun die Systemkritik und die Medienkritik bereichern kann. Denn das Ziel von mir ist jetzt nicht, dass Putin einen besseren Verteidigungsarm hier reinbekommt mit seinem Informationsmedienkrieginstrument Russia Today Deutsch, sondern ich möchte logischerweise, dass RT Deutsch die Systemkritik aufbricht und bereichert und die Medienlandschaft aufbricht und bereichert. Und dazu braucht man eigentlich mehr Ernsthaftigkeit. Und diese Ernsthaftigkeit kann man lernen, erleiden, wie auch immer sich aneignen, muss man aus meiner Sicht. So, damit will ich das erstmal abhaken, das Thema. Wenn ich mich nur ausführlich damit auseinandersetze, ich sage ja auch immer, ich will natürlich auch nicht als jemand, der möglicherweise selbst als Verschwörungstheoretiker eingeordnet wird, bin ich zwar nicht, aber kann man ja nicht wissen, wenn Leute bei mir ein paar Videos rausgreifen, Inhalt zusammenstückeln, kommt man bei mir natürlich auch relativ schnell zu einem Irrbild, zu einem Zerrbild von meiner Person. Und könnte man natürlich auch sagen, will Russia Today auf Deutsch eigentlich mit mir assoziiert sein? Will es natürlich nicht. Kann es auch gar nicht. Und die können da gar nichts für, dass ich mich hier hinstelle und ein Video mache, wo ich versuche, Oliver Welke zu verstehen, die RT Deutsch-Sache versucht zu verstehen oder irgendjemanden indirekt verteidige. Ich verteidige das ja gegen das Bashen, gegen das Framen, gegen die Medienmanipulation. Das ist mein Anspruch, den ich habe, die Freiheit, die ich habe, die ich mir rausnehme, auch gegen den Willen derer, die vielleicht da sogar mitspielen und denen das scheißegal ist oder die sowieso nicht interessiert sind an dem, was ein friesländischer Zugewanderter in Wilhelmshaven eben jetzt zum Thema Russland heute dann sagt. Je mehr Leute das kritisch aufarbeiten, je besser. Nicht für Russland, sondern für Medienkritik und auch Kritikfähigkeit von. Und Russland muss sich natürlich auch den Vorwurf in Teilen gefallen lassen. Man prüfe einfach runter, was der Welke insistiert, unterstellt. Der Welke in Anführungszeichen. Wenn Stefan Raab einem den Ritterschlag gibt, nennen wir mal, Stefan Raab wird sich das rausgreifen. Bringt natürlich unglaublich Traffic. 100.000 Leute kriegt man damit mehr auf den eigenen Kanal. Weil Raab das irgendwo erwähnt, irgendein Suchbegriff ist dann zugeordnet. Die Leute lästern erstmal ab und kommen dann aber doch aus dem Lästern zu RT Deutsch und sagen, ist aber richtig, was die da sagen. Je ernsthafter das dort gesagt ist,
Und man muss natürlich Souveränität in der Moderation auch lernen. Ich selber bin ja kein leuchtendes Beispiel für vernünftigen Satzbau, für klare, verständliche Videos, sondern ich springe ja wild hin und her. Und von daher habe ich das so gemeint, wie ich das gesagt habe. Und von daher investiere ich auch so viel Zeit, um dann zu rechtfertigen, warum ich was wie so scharf kritisiere, wie die Folgen von Russia Today Deutsch bezogen auf die Ukraine G20 und irgendwas anderes, wo ich den Kipkan Jebsen eben und den geldlosen Zahlungsverkehr Menschen dort eben angegriffen habe. So bis die Tage, und macht bitte wirklich mehr und besseren und anderen Videoinhalt dazu und kommentiert nicht immer auf irgendwelchen Videos rum, sondern macht selber mit Suchbegriffen versehenden, anderen Leuten Zugang gebenden Inhalt in Videos reingearbeitet. Das ist wichtig. Sonst kriegt man das nicht auf einer persönlichen Ebene sich selbst auch entwickelt, gekontert, was in Medien an Manipulation eben da ist. So, braucht man das überhaupt? Kontern dann? Die Gesellschaft muss das können und es braucht mehr Leute, die viral in ihre eigenen Netzwerke hinein sich mit den Dingen auseinandersetzen. Man wird auch verbindlich dann, wenn man einfach nur tippt irgendwie und sagt, ach, der Wölke, die blöde Sau, dann sag ich, stell dich mal hin vor die Kamera und sag das einfach so, was du da gerade getippt hast. Und du wirst da hinkommen, wenn du eine vernünftige Person bist. Vernünftig muss man ja auch nicht sein, man kann auch unvernünftig sein, man kann ja auch irgendwas erreichen wollen und so, das ist alles, fordert einen ja selbst heraus, wenn man wird ja verbindlicher dadurch, dass man vor der Kamera einen Kommentar abgibt. Das ist, was man machen muss. Man schafft eine andere Netzwerk-Viralität durch die Zugänge, die man selber in persönlicher Unperfektheit zu Themen reinarbeitet. Das muss aber kritisch sein und selbstkritisch sein. Und Russland muss auch selbstkritischer werden, aus meiner Sicht. Also wenn man nur sagt, man ist der fehlende Part, aber Russland-Kritik darf man bei Russland heute auf Deutsch nicht sehen, dann sage ich, das ist ein strategischer Fehler. Kann nämlich gar nicht sich so richtig entfalten, die Wirkung von dem Oliver Welke und heute schon anderen, auch für den ganzen Tagespresse, Zeitungen, der Tagesspiegel, Fokus, die dann auf rumprügeln, auf RT Deutsch, massiv drauf rumprügeln. Und die Russen schmunzeln natürlich am Ende darüber, weil die sagen, ein bisschen Wind da drum, läuft sich alles zurecht und man ist erstmal auf dem Markt drauf. Hat die heute Show erstmal drauf rumgeprügelt, kann man gar nicht so richtig gut verbieten, das olle Ding. Ist natürlich eine sehr, wenn man das mal irgendwann will. Lavrov hat dann einmal diesen Scherz gemacht, ich habe das in einem Video falsch dargestellt, entschuldigt, das Bild habe ich gesagt, weil ich das falsch irgendwo mitgekriegt habe, dass der Steinmeier einen Scherz gemacht hat, dass man irgendwie bei dem letzten Treffen von dem Steinmeier in Moskau haben die diplomatische Auseinandersetzungen dann geführt, irgendwie mal wieder versucht, entweder zum Schein oder wirklich die Problematik dort des Bürgerkriegs in der Ostukraine zu lösen. Und dann fiel dann halt bei irgendeiner Presseveranstaltung, bei einer Presseschau, nicht bei einer Presse, ich bin ein bisschen müde, wie ihr sicher merkt, wie sagt man da nochmal zu, wo die Presse halt informiert wird, in einer Pressemitteilung oder einem Gespräch mit der Presse, hat dann der Sergei Lavrov, der Außenminister Russlands, hat sich halt hingesetzt und hat dann so zum Scherz in einem Nebensatz gesagt, solange Russland heute auf Deutsch oder irgendwie so noch nicht verboten ist in Deutschland. Und dann hat der Steinmeier halt so ein bisschen verschämt gegrinst und wie man sich das halt vorstellen kann. So, und der Lavrov ist halt, ich habe dann gesagt, ein harter Hund, der am Ende solche Sachen aber nicht aus Spaß fallen lässt und im Nebensatz erwähnt, sondern er will natürlich eigentlich eine Reaktion, die dann ein bisschen etabliert, dass das eben nicht passiert. Denn Russland heute, RT UK, ist halt sehr, sehr auch von Regulatorien und Behörden angegriffen worden, dort in Großbritannien. Das heißt, es gibt dort schon eine öffentliche Auseinandersetzung, so ähnlich wie bei Press TV mit dem Iran, ob man das dort überhaupt haben und zulassen will und ob der nicht die Sendelizenz dort entzogen wird. Und auch auf dem Weg dahin, wo sie erstmal sich etablieren mussten, dort RT UK, haben die natürlich Schwierigkeiten gekriegt, weil man natürlich politischen Einfluss aus Russland nicht haben will, auch den ausgleichenden, fehlenden Informationspart, wenn man so will, den RT Deutsch eben eigentlich als Auftrag für sich sieht und auch hat und der auch da ist, der auch gemäß unseren Regulatoren in Europa noch gewünscht und auch erforderlich ist und auch hilfreich ist für die deutsche Außenpolitik und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich dennoch Gegenwind von denen, die eben in der Atlantikbrücke sitzen und in den Gesellschaften, in unterschiedlichen amerikanischen Einflussorganisationen, die mit viel Geld von amerikanischen Steuerzahlern finanziert, gegen den Willen der Amerikaner unsere Politik hier im Negativen beeinflussen kann und das auch tut in Parteien und in unterschiedlichste gesellschaftliche und kulturelle Schichten hinein und auch ins öffentliche rechtliche Fernsehen. Leider nicht mehr unter der Kontrolle befindet sich dieses aus der Sicht vieler Leute der GEZ oder des Rates, der eben auch politisch unterwandert ist. Ist das nun immer eine Verschwörung, die politische Einflussnahme, die politische Einschätzung, die politische Ausrichtung, das politische Vorteil gewähren oder Interesse
wahrnehmen der Leute dort beim ZDF, sind die alle manipuliert oder manipulieren die alle alles. Bezogen auf Russland muss man das leider so sehen und so sagen, weswegen Russland auch ein berechtigtes Interesse und einen berechtigten Grund hat, nicht nur seine eigene Sicht darzustellen, sondern schlicht Fakten zu berichten. Und natürlich hat RT nicht nur Informationsauftrag für die Sachen bezogen auf Russland, die nicht gesendet werden oder die falsch dargestellt werden. Und das sind wirklich viele bewusst falsch dargestellte Sachen in unseren Medien. Ist leider so. Und da kann man nicht mehr von Zufall ausgehen, wenn es ein Dreivierteljahr zusammen mit einer ganz anderen Politik gegen Russland dahergeht und kommt. Und das und die Heute-Show, heute, ZDF heute, die Nachrichtensendungen, die stellen einfach Behauptungen in den Raum, die schlicht falsch sind. So, deswegen macht bitte mehr und anderen und besseren Inhalt, auch wenn ihr das unprofessionell und unperfekt macht. Arbeitet das rein, nehmt euch, wie das einige angefangen haben, ich sage das jetzt nicht solidarisierend im Unguten, nehmt euch bitte die einzelnen Nachrichtenformate und macht das so und zerstückelt die und versucht das zu analysieren und versucht konkret aufzuzeigen, mit Suchbegriffen versehen und teilt das auf Facebook in Gruppen und auch grundsätzlich möge man das machen, wenn man das will, schafft Zugangspunkte über Suchbegriffe und Tags, dass die Leute sehen, dass die Nachrichten keine Tatsachendarstellung mehr darstellen, dass sie keine Tatsachen mehr berichten, das sind keine Sachen mehr, sondern es ist politische Meinungsführung und Manipulation und auch echte Propaganda. Das hat auch nicht nur die Anstalt in einigen Sendungen, also die Anstalt ist auch ein Satireformat eigentlich, hat das richtigerweise dargestellt und auch einige Leute sind sehr laut geworden und haben das so beschrieben, was da passiert gerade. Medienkritiker in erster Linie dann, sondern auch viele, viele andere, und das wird uns sehr, sehr zum Schaden werden, viele, viele andere vielleicht noch nicht, aber es möge eben mehr werden. Deswegen möge man das eben darstellen und Systemkritik, Medienkritik betreiben, bis die Tage und tschüss.